muss uns Genehmigung geben, dass wir in die Höhle rein dürfen. Dann haben wir eine Zeit lang diese wunderschöne Wände treffen. Nur letztes Jahr im Frühling hat das Bergamt gesagt, nein, das wird zu gefährlich. Da ist eine Brücke von da herüben, eine Brücke rübergegangen. Darum die Wendeltreppe ist auch leider nicht mehr aktuell. Jetzt müssen wir uns da sozusagen reinschneiden. Wenn ihr euch umdreht, dann setzt da hinten eine Leiter, eine Holzleiter. Seht ihr es? Die ist nämlich also 95. Wenn ihr dann die Beifluss vorne, seht ihr es auch. Und zwar bis 1995 ist man da reingegangen und da bei dieser Holzleiter rausgegangen. Wenn man das aber nicht aktiv offen hält, dann friert es wieder zu. Unter mir, schätzt mal, wie viel Eis. Oder unter euch. Was habt ihr für eine Idee, wie viel Eis geht es da unten? Hast du gelesen? Genau, also von dem Standort, wo ich jetzt stehe, da oben sind 30 Meter Eis. Ungefähr 60.000 Kubikmeter Eis haben wir da. Also schon eine beachtliche Menge an Eis. Wann ist jetzt entdeckt worden? Also auf alle Fälle 1824 ist wer hier oben gewesen und hat es unten erzählt. Wahrscheinlich ist es schon früher entdeckt worden, nur es ist nicht weiter erzählt worden. Also 1824 sind Hirten herinnen gewesen und der hat ihm beschrieben, dass es da ein Eis ist. Und zwei Jahre später haben sie es schon in der Karten eingetragen, aber es hat noch 50 Jahre gedauert, bis das erste Mal ein Höhlenforscher gewesen ist. Ein gewisser Herr Postel. Und dieser Herr Postel ist da reingekommen und dann ist er über diesen Steig ist er in die Höhle reingekommen. Ich zeige euch dann noch, wie weit das der reinkommt. Weil der hat die ganze Eishöhle nicht erschlossen. Also es hat vier große Forscher gegeben, die was zu peu à peu da drinnen forscht. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal runter. Also ihr habt das Licht. Gell? Das Wichtigste wäre, wenn ihr auf dem Boden leuchtet. Ja. Die Stirnlampen sind zwar fein, aber halt wichtig, dass man am Boden sind. Irgendwie gibt es einen weißen Kopf. Jetzt ist hier mal okay. Der hat kein Licht, aber ihr hinten hat kein Licht. Dann gibt es eine ganz komische Familie. Also ich bin gefragt, wie er davon vielleicht hat man hier nein, nimm die ist mal, was dem und das Wuch der Freude war. Nein, nein, wir haben schon früher gelernt, schau, da vorne haben wir alle großartiger Licht. So. Und die wie eigentlich noch eins? Ja, ah, du hast dem eins mit. Ja, dann gebe ich es dir. Beim Runtergehen gehen wir mal als erstes in den sogenannten Mörkturm. Alexander von Mörk ist dann 1910 das erste Mal reingestiegen. Bleibt es mir aber nicht herauszustehen. Die letzte Dame im Pink so weit reingehen, dass sie wirklich festes Eis über ihnen haben. Also nicht draußen im Gang stehen bleiben, sondern wir treffen uns alle jetzt unten im festen Eis. Weil da kann nichts passieren, das ist fest. Jetzt würde ich da überholen. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.
müsst einfach nach und zu mir reinkommen. Steigst du nur ans Fünften? Immer aufpassen, wer das tut, wenn du Flammen. Ich meine, so, hier an die Stöße. Bitte alle nachrutschen, wir müssen da drinnen Platz haben. Und kannst du mal ein Stück runtergehen? Genau, nachrutschen. Jetzt wisst ihr, warum es ganz wichtig ist, die Dame in Pink